Hallöchen, ihr wilden Wikinger, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich sehr. Ich habe gestern Nacht nicht nur das Lager hier oben, das können wir wegmachen übrigens, beim Knochenwanst versetzt, sondern habe ja auch noch den vierten Bienenstock gebaut und habe mich um den Garten gekümmert. Hier passt jetzt soweit alles, ne? Alles gesund, alles munter, wunderbar. Ja, musste sein. Ich schaue jetzt mal eben. Die sind alle glücklich, das heißt, die sind nicht zu nah beieinander. Das ist wunderbar, das ist mir nämlich wichtig. So, dann schauen wir mal. Wir haben aktuell 18 Eisen. Ich glaube, damit können wir nicht viel anfangen, ne? Damit können wir noch nicht den Jägerbogen bauen. Den hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne. Den würde ich mir gerne noch zusammenzimmern. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen so oder so eine neue Schmiede, beziehungsweise eine Schmiede in der neuen Welt errichten. Es sei denn, wir reisen nochmal hin und her. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht machen wir das sogar. Ich überleg's mir noch. Ich überleg's mir noch. Ach ja, Met habe ich auch wieder hergestellt. Sehr gesunden Met. Genau, das wollte ich auch noch gesagt haben. Und ansonsten... Ja, sind wir jetzt eigentlich wieder so weit, dass wir erkunden können im Sumpf. Und das werden wir heute auch machen. Wir werden nochmal eine kleine Erkundungstour im Sumpf starten. Werden nach einer Krypta suchen und dann hoffentlich auch eine schöne Krypta finden. Und ja, ein bisschen Spaß haben in der neuen Welt. In der ganz neuen Welt sozusagen. Genau. So viel erstmal dazu. Wir sind eigentlich ganz gut gerüstet, würde ich sagen. Was ich noch machen möchte. Ich überlege gerade. Es gibt ja hier noch so eine verstärkte Kiste, ne? Ich glaube, die baue ich mir mal für die Nahrungsmittel. Bevor wir loslegen. Weil da drin ist irgendwie immer so ein bisschen eng. Ich glaube, 2 Eisen kostet es, ne? So. Die 2 Eisen, die können wir auf jeden Fall entbehren. Haus bauen wir natürlich noch aus. Ist klar, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Das kommt noch. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Wie wir dieses Haus ausbauen sollen. Was ihr präferieren würdet. Ich muss sagen, ich finde das Holzhaus an sich ganz cool. Aber wenn ihr sagt, eigentlich wäre es schon ganz geil, wenn du da ein bisschen was aus Stein zusammenzimmerst, lieber Bombi. Dann bin ich dem natürlich auch nicht ganz abgeneigt. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie wir es bauen sollen. Und ja, dann lagere ich noch schnell fertig ein. Pfeile wären noch ganz geil, ne? Vielleicht. Es gibt Bronzepfeile. Ich möchte mal gucken, gibt es Eisenpfeile oder so? Wäre vielleicht noch ganz cool. Brauchen wir nicht bei der Werkbank schauen, sondern müssen wir hier gucken. Es gäbe Eisenpfeile, ne? Komm, wir müssen ja sowieso dann, wir müssen uns sowieso eine neue Schmiede aufbauen in der neuen Welt. Dann lass uns doch ein paar Eisenpfeile herstellen. So 100 Stück. Schleichen wir uns mal langsam hin zur Schmiede. Ich glaube, upgraden wird auch nicht gehen, oder? Oder können wir mal gucken? Oh, okay. Nee. Ich habe es mir anders überlegt. Wir graden das Schwert ab, Alter. So. Wir machen Upgrade. 10 Eisen, 2 Lederreste. Das können wir uns leisten. Und vom Rest können wir uns ja dann trotzdem noch Pfeile zusammenzimmern. Lederreste haben wir hier. Dann machen wir unser Schwert gleich mal besser. Ach ja, 10 Eisen, natürlich. So.
Upgrade! So, und jetzt kostet es 20 Eisen, das ist mir jetzt zu teuer. Deswegen stelle ich mir noch ein paar Eisenpfeile her. Aus dem Rest, der noch da ist. Und wie gesagt, ich werde in der neuen Welt, ja, müssen wir fast eine neue Schmiede errichten. Da kommen wir nicht drum rum. Ich habe ja schon gesagt, so ein paar Upgrades hätte ich gerne noch. Aber das hat Zeit. Das ist nichts, was heute geschehen muss, sondern ist schon mal so eine Ankündigung, dass wir demnächst noch ein bisschen farmen werden. So, dann sind wir, glaube ich, soweit. Wir können hinüberreisen. Ich möchte mal kurz gucken. Was natürlich vielleicht noch eine Idee wäre, auch da könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben dazu, dass wir unser Schiff nochmal irgendwann nehmen, versuchen diese Insel hier zu umschiffen, nochmal hier ins Odinstal reisen, im Odinstal alles abreißen, was wir noch da haben, und wieder zurück. Wäre eine Idee. Vielleicht eine blöde Idee, weiß ich nicht, aber wäre eine Idee. So, gut. Dann legen wir los. Legen wir los, ab in den Sumpf. Wir haben uns ja in der letzten Folge schon meiner Meinung nach sehr gut da durchgeprügelt. Haben ein paar Spawner erledigt. Ich hoffe, die respawnen nicht, die Spawner. Das fände ich ungeil. Und dann steht heute ein bisschen Sumpf. Ach, das sind zwei Bogenschützen, okay. Dann steht heute ein bisschen Sumpferkundung an. Und ihr werdet mich jetzt für verrückt halten. Aber aufgrund dieses Kampfes bin ich tatsächlich gerade am Überlegen, ob es nicht doch mal eine ganz gute Idee wäre, die Karottensuppe statt Fleisch zu nehmen. Damit wir mehr Ausdauer haben. Vielleicht machen wir das mit der nächsten Karottenernte. Karotten sind ja schon angepflanzt. Aber ich habe so das Gefühl, wir haben einfach viel zu wenig Ausdauer. Okay, ich kann mir gleich mal hier den Giftwiderstandsmet wieder reinpfeifen. So. Und dann wandern wir hier so ein bisschen durch den Sumpf, schauen uns nochmal um. Und schauen mal, was wir so finden vor allem. Guten Tag. Und das ist übrigens der Grund. Gerade eben habt ihr das wieder gesehen. Das ist der Grund, warum ich eigentlich immer dachte, Schilde brauchen wir nicht. Weil in 90% der Fälle treffen die ja eh nichts. Bloop. Bloop. Ach, guck mal, einfach so eine kleine Random-Truhe. Nett. Nimmt man mit, ne? Kann man sich mal gönnen. So, da war der Safe-Ruckler. Da ist eine Krypta. Ach. Das trifft sich ja mal so richtig hervorragend. Und da ist ein Elite-Schleim davor. Das ist nicht so hervorragend. Und da sind diese Surtlinge. Also eine, es ist eine Schleimmasse. Es ist ein... Ja, es ist... Ich nenne das mal Elite-Schleim.
So, habt ihr ausgeschleimt? Wir sind schon wieder voll, ne? Neuer Karren muss her. Und da hinten sind die Surtlinge. So, das können wir uns gleich mal markieren. Krypta. Nice. Leute, wir haben eine Krypta gefunden. So, komm. Ein kleines Opfer. Ach. 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 Ich brauche jedes Mal einen sumpfigen Schlüssel, wenn ich in eine Krypta rein will. Das wusste ich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal den Uralten besiegen, oder? Sehe ich das richtig? Oder habe ich den noch irgendwo in meinen Kisten verstaut? Das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht. Muss die nochmal gucken. Da hinten ist nochmal eine Krypta, ne? Hier ist Krypta-Time, du. So, aber die wollte ich schon immer mal treffen. Ziehen wir uns erstmal den hier. Ja. Komm her. So. Ja. Yeah. Ah, komm mal her. Okay, die sind nicht stark. Und sie droppen Surtlingkerne. Das finde ich nice. Aber schnell sind sie. Sie sind schnell, die Surtlinge. Und das ist quasi der Surtling-Spawner, oder wie? Ach, der gilt sogar als Feuer. Das ist ja cool. Ja, das ist die nächste Krypta. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Da ist nochmal eine! Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist die nächste Krypta. Hier sind drei Krypten fast nebeneinander. Wie geil ist das denn bitte? Ja, nächste Krypta. Wie cool. Da ist... Das ist doch nicht wahr, oder? Das kann doch nicht... Das ist doch nicht euer Ernst. Hier ist nochmal eine. Nein. Ihr verarscht mich. Das ist das Krypta-Wunderland. Ihr verarscht mich. Aber ihr verarscht mich ganz heftig, oder? Schaut euch das mal an. Vier Krypten fast nebeneinander. Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, komm, da drüben müssen wir mal eben die Spawner zerstören. Die mag ich nicht. Spawner sind doof. Spawner stinken. Komm. Jawohl. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich bin mir sicher, wenn es im Sumpf den Händler geben könnte, dann wäre er hier. Das ist ja Wahnsinn. Wie absolut genial ist das denn bitte?
Kann man mal machen. Auf jeden Fall. Und Eisen haben wir auch schon bekommen. Ich weiß nicht, wer es gedroppt hat, aber geil. Sehr geil sogar. Ich muss mir die Tage jetzt mal... Ich könnte eigentlich... Warum habe ich eigentlich noch meine Bronzespitzhacke hier? Die schmeiße ich jetzt mal weg. Cola haben wir auch bekommen. Wahrscheinlich von den Surklingen, oder? Ich muss mir die Tage mal anschauen. Ich habe irgendwo mal was von einem Trick gelesen, der es ermöglicht, Surtlinge unendlich abzufarmen. Das wäre für uns natürlich eine sehr, sehr nice Sache. Weil wir dann keine Dungeons laufen müssten, um Schmelze und Co. zu bauen, ne? Das wäre ganz cool. Was wir so oder so machen müssen, wir brauchen den dunklen Wald hier in der Nähe. Um den werden wir nicht herumkommen. Ich muss zugeben, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht irgendwo hier komplett am Waldrand nochmal zusätzlich ein Portal hinstellen. Um die Laufwege abzukürzen. Beziehungsweise, was jetzt natürlich der Oberhammer wäre, wenn wir hier oben im dunklen Wald so ein kleines Gebäude finden würden. Weil dann würde ich nämlich von da unten nochmal umziehen. Die paar Meter zum Schiff, die können wir auch so laufen, ne? Das ist ja überhaupt kein Thema. Ich brauche nichts mehr mitnehmen, wir sind voll, leider. Ah, hier ist Berg, okay. Hier ist Bergregion. Ich markiere mir das mal. Weil das ist für mich immer so ein bisschen schwer zu erkennen, wo ist Berg und wo nicht. So, jetzt haben wir wieder Platz. Jawohl. Jawohl, ja. Es wäre ganz cool, wenn wir hier irgendwo noch so ein kleines Gebäude finden würden. Ansonsten baue ich halt was Hässliches auf hier. Ist ja wurscht. Aber dass wir halt wirklich, dass wir gar nicht mehr laufen müssen in den Sumpf, sondern dass wir wirklich zack rein, ne? Das wäre das Ziel. Das wäre sehr, sehr cool, wenn wir das hinkriegen würden. Also wir kriegen es auf jeden Fall hin. Die Frage ist nur, welche Umgebung wir uns wählen dazu. Aber das wäre dann hier, ne? Das wäre so ungefähr hier, beziehungsweise eventuell noch hier. Hier wird es auch noch gehen. Laufwege minimieren. Ich bin faul geworden, ich gebe es zu. Und ich bin hier übrigens gerade unterwegs auf der Suche nach ein bisschen Kupfer. Denn das werden wir natürlich brauchen. Ach, guck mal, hier ist eine kleine Mini-Ruine. Die könnten wir uns theoretisch holen. Die ist eigentlich gar nicht hässlich. Es ist halt nur eine dachlose Ruine, ne? Das ist jetzt nicht so der Brüller. Ich mag das Haus eigentlich, aber... Es ist so herrlich, naja. Kupfer haben wir auch noch nicht gefunden, leider. Ich hoffe, da kommt noch was. Ja, das ist dann auf jeden Fall die Mission für die nächste Folge dann. Wir werden uns hier eine Schmiede aufbauen. Und ich werde nochmal gucken, ob ich den Schlüssel noch habe oder ob der tatsächlich weg ist. Das muss ich noch herausfinden. Sonst müssen wir theoretisch das Bombi-Portal reaktivieren. Das ist auch kein Thema. Dann killen wir halt nochmal Mutter Zweig. Der ist ja jetzt nicht so schwer gewesen und die uralten Samen dafür müssten wir sogar noch haben, also... Von dem her. Ja, wie gesagt, wir ziehen nochmal um, glaube ich. Müssen wir halt zum Schiff immer laufen, aber wie oft sind wir mit dem Schiff unterwegs? Das ist so die nächste Frage, ne? Also, warum nicht? Warum nicht? Klappt schon.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal heim. Ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Ja, jetzt sind wir nämlich schon so weit, ne? Schmeißen wir das Eisen mal hier hin. Und den Löwenzahn nehmen wir uns aber mit. Ja, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video hier einen Like und schreibt mir einen lieben Kommentar. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bleibt gesund. Macht's gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.